Ja, während die Profis gerade von der Japan-Reise zurückkehren oder bei der Weltmeisterschaft in Katar auf dem Rasen stehen, hat die U21 noch 4 Ligaspiele in diesem Jahr vor der Brust. Zunächst geht es erst einmal gegen den Hannover FC. Mit einem Sieg könnte die Eintracht bis auf 2 Zähler an Tabellenführer Gießen heranrücken. Doch Trainer Christian Gliebo wird trotz der Serie von 9 ungeschlagenen Spielen in Folge gewarnt sein. Immerhin verlor die SGE das Hinspiel mit 1:2. Gliebo beginnt wie so oft mit Top-Torjäger Nacho Ferrijulia im Sturm und er ist auch gleich an der ersten Offensivaktion beteiligt. Die Eintracht mit dem Ballgewinn, Lune mit dem Steckpass und die erste Möglichkeit für Ferrijulia. Brau im Tor des HFC ist zur Stelle. Doch Hanau versteckt sich hier nicht. Mit 35 Zählern bisher auch durchaus noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Mit einem Sieg heute könnten die Gäste da den Anschluss herstellen. Starke Einzelaktion von Bejic, aber auch Matteo Bignetti ist sofort hellwach. Ansonsten ist die Eintracht aber spielbestimmend. Divayo Bobson, der setzt da mal zum Solo an. Immer noch Bobson, was für ein Ding! Die Führung für Frankfurt in der 11. Spielminute und Bobson gelingt da ein absolutes Traumtor. Und der Gegentreffer hinterlässt Wirkung, Hanau etwas gelähmt in den Folgeminuten. Ferrijulia mit der Riesenchance auf den zweiten Treffer stand da wohl nicht im Abseits. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, die Partie hat sich beruhigt, dann aber diese Aktion von Armin Brau und dann steht es plötzlich doch 2:0. Hanau mit einem Geschenk in der Vorweihnachtszeit, Ferrijulia mit seinem 13. Saisontor, Brau rutscht da sehr unglücklich auf dem nassen Rasen weg. Und Frankfurt ist jetzt wieder on fire. Nur 3 Minuten später, Schröder probiert es da mit einem Kabinettstückchen. Dadurch kommt der Ball zu Bobson, in der Mitte Ferrijulia, 3:0. Ein ganz feiner Angriff, vollendet vom Torjäger. Ferrijulia mit dem Doppelpack. Und so führt die beste Offensive der Liga nach 36 Minuten mit 3:0. Dann wird Hanau erst einmal erlöst, es fällt kein weiterer Treffer bis zur Pause. Bislang ein Abend ganz nach dem Geschmack der Eintracht-Fans. Der zweite Durchgang beginnt dann genauso, wie der erste geendet hat. Medi Lune mit einem Traumpass auf Brauburger, kein Abseits, das 4:0 nach 56 Minuten. Maximilian Brauburger in der letzten Saison noch Torjäger bei Bayern Alzenau gewesen. Von Christian Gliebo dann zum Linksverteidiger umgeschult. Das Toreschießen hat der 23-Jährige dennoch nicht verlernt. Nach einer Stunde hat Ferrijulia dann Feierabend, Saisontore 13 und 14. Für ihn kommt Zubai Amiri. Das Spiel verflacht in der Folge dann deutlich, es gibt kaum noch Torszenen. Wir sind bereits in der 80. Minute. Hanau nochmal mit dem Versuch eines Ehrentreffers. Rico Kaiser fehlen da ein paar Zentimeter. So bleibt es am Ende beim hochverdienten 4:0 für Eintracht Frankfurt, die dadurch in der Tabelle nur noch 2 Punkte hinter dem FC Gießen stehen. Anfang März kommt es dann zum Topspiel mit dem Tabellenführer. Bis dahin warten allerdings noch einige Pflichtaufgaben. Großen Respekt auch an die mitgereisten Hanauer Fans, die trotz des Spielstandes und des Regens bis zum Ende ihre Mannschaft unterstützen. Die 3 Punkte bleiben heute allerdings in Frankfurt.